Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Liebe, im Herbst 2023, das schauen wir an. In dieser Kartenlegung. Ich schaue für dich ins kollektive Feld, lieber Skorpion. Und freue mich drauf. Du weißt, dass diese also eine Kartenlegung ist, die ins kollektive Feld, das kollektive Feld aufzeigt und daher auch keine persönliche Kartenlegung ersetzen kann und soll. Wie auch daher der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, das heißt das klassische Tierkreiszeichen, Mondzeichen und auch Venuszeichen. Und ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, dann drehst du es dir bitte entsprechend um. Danke dir recht herzlich, lieber Skorpion. Ich schaue mir mal die jetzige Situation an, damit du siehst, ob du bei dieser Legung mit dabei bist. Und dann schaue ich in die Energie, was dich erwartet, was du nutzen kannst im Feld der Liebe Herbst 2023. Gut. Deine aktuelle Situation und Energie ist, dass du in Sachen Liebe, ich hoffe, man kann das so sehen, eine neue Chance hast, hast du Kelche. Ja? Das kläre ich noch. Du machst sehr viel Gedanken und Sorgen in Sachen Liebe betreffend der Kommunikationsbasis, ja, die Acht der Stäbe. Es ist so, es liegt die Mäßigkeit da. Das ist doch eine sehr langsame Zeitkarte. Das heißt, entweder hast du in Sachen Liebe mit jemandem nur schleppenden Kontakt, ja, ist nicht so viel. Du machst dir sehr, sehr starke Gedanken, liegt da in den Karten, wenn du da resonierst. Oder warst du, es ist halt nicht die schnellste Energie. Und warst du das, dass sie das einpendelt oder einpendeln muss, ja? Ich hoffe, das kann man da so ein bisschen erkennen, ja. Mit den zwei Kelchen da, weißt du, wo sich das so einschwingt. Ja? Und da denkst du halt sehr, sehr viel drüber nach. Über die Art der Kommunikation. Ja, und von der Energie her ist es so, dass du grundsätzlich sehr viel nachdenkst. Weil ich habe dich da als Königin der Schwerter liegen, mit dem Hierophant, also sehr viel, weißt du, drüber nachdenkst. Was ist der Sinn dahinter? Was ist der Sinn hinter dieser Situation jetzt, in der du steckst? Du bist auf alle Fälle in einer Energie. Ich habe jetzt nur das Ass der Kelche vertieft und ja. Da ist für dich die Sonne gekommen, also diese neue Chance in Sachen Liebe, die tut dir gut, die gibt dir Kraft und ist ein wirklicher Neubeginn für dich, lieber Skorpion. Gut, wenn du dich da wieder findest, dann bleib gern dran und ich schaue jetzt,
in den Herbst. Welche Energien dich da erwarten dürfen und Themen. Es gibt da eine Fortsetzung. Link findest du in der Infobox. Was ich mir in der Fortsetzung mir anschaue, das ergibt sich jetzt aus der Legung, was ich da vertiefen werde. Okay? Gut. Skorpion. Interessant, schau. Das erste Kelch ist wieder gekommen mit der Mäßigkeit. Es ist so eine Phase oder so ein Thema bei dir, ja, im Herbst, dass du das Gefühl hast, dass du, wie soll ich sagen, nur die Bröseln abkriegst. Dass du so auf die Wartebank geschoben wirst. Und es ist so, weißt du, du darfst so gern tun und machen. Und kannst nicht. Es ist wie wenn du dich ausgebremst fühlst. Die Frage ist, ob du wirklich ausgebremst wirst oder nicht. Das ist so für mich die Frage. Auf der einen Seite fühlst du dich ausgebremst und wie wenn sozusagen andere von dem Kuchen mehr abbekommen als du. Und du empfindest es als total ungesund und gleichzeitig willst du den ganzen Kuchen haben in Sachen Liebe, ja? Ich hoffe, ich drücke mir jetzt ein klar aus, lieber Skorpion. Und das ist so ein Teufelskreis, weißt du, der sich da zeigt. Es geht darum, diese Chance in Sachen Liebe, die ist weiterhin da. Liegt das Ast der Kelche, lieber Skorpion. Wunderschön, gell? Mit den zwei der Kelchen. Also, ihr seid miteinander, ein Date, mehrere Dates oder Treffen. Und sehr schön auch wieder mit der Sonne und dem Hierophant. Das ist alles so geführt, ja? Es ist so, weißt du, mit dem Denken
kommst du im Herbst nicht weiter. Du kommst nicht weiter mit dem Denken. Das macht dich fertig. Je mehr du denkst, ja, liegt da, also über die Gedankenstruktur gehst, desto mehr unsicher wirst du und umso mehr Angst kriegst. Skorpion. Es geht darum im Herbst, ja, in dieser Verbindung, die sie da zeigt. Entweder kennst du diesen Mann schon oder lernst du den erst kennen. Es gibt da noch andere Anwärter übrigens, ja. Komme ich dann gleich darauf zurück. Ja. Es ist so, Skorpion, je mehr du denkst, also im Kopf bist, ja, du kommst in der Sache nicht weiter. Ja. Das entfaltet sich von selber. Es liegt wunderschön, die Sonne, zwei Kelche, also echt gut. Ja. Es geht aber darum, also anstatt das alles, ich möchte etwas zum zu zerdenken, du merkst es dann eh, was dann das in so einen Kreislauf geht, geht es darum im Herbst, dass du das dem Schicksal ein Stück weit übergibst. Ja, die Kraft des Schicksals und danach, dass sie das alles fügt, dass du das ein Stück weit abgibst. Es ist zu sehen, dass er das eben nicht leicht freut, ja? Weil du das Gefühl hast, du verhungerst quasi am vollen Teller. Ja? Also irgendwie du siehst den Teller mit Nahrungsmitteln vor dir, jetzt symbolisch gesprochen, und du kannst aber nichts essen. Dem Schicksal das übergeben oder daran glauben oder den Glauben wiederfinden, dass, weißt du, dass das Schicksal, dass das, wie das Leben läuft, also das laufen lassen, ja, das heißt, diese Kontrolle abgeben, diese Gedankenkontrolle, dieses Glauben, weißt du, man weiß, wie es richtig ist. Denn das Schicksal, das Leben, der Lebenskreislauf hat eine eigene Ordnung. Dann, weißt du, dann geht es dir besser, so sagen es die Karten. Und ich schaue mir da noch diese Verbindung, ja, eben in der Fortsetzung näher an. Weißt du, was da eigentlich die ganze Thematik ist, aber wieso du auch so viel nachdenkst? Was dir da so schwerfällt, ja, und den einen oder anderen spirituellen Impuls, was du tun kannst, dass da quasi besser geht, dass du gut da drüber kommst im Herbst. Ja. Es gibt, so wie ich schon erwähnt habe, lieber Skorpion, mehrere Verehrer, der Stäbe, und es gibt einen Verehrer, der möchte, das ist aber eine andere Person als die, über die ich jetzt gesprochen habe, Altes, Vergangenes, das ist jemand, den du schon länger kennst, mit dem es eine Vergangenheit gibt, wiederbeleben. Und da ist es so, dass angezeigt ist mit den vier Kelchen, dass du das ja einfach gefühlsmäßig gar nicht so annehmen kannst, beziehungsweise dass du dir das ein bisschen länger überlegen kannst, darfst, so ist. Das ist natürlich immer deine Entscheidung, lieber Skorpion, aber es ist zu sehen, dass es dir da ein Stück weit schwerfällt, dich erneut zu öffnen. Ja, das ist jemand, mit dem du eben eine Vergangenheit hast. Gut, ich möchte mir diese Verbindung da näher anschauen in der Fortsetzung. Und was du sonst noch wissen darfst, vielleicht ein bisschen was über dein Gegenüber, lieber Skorpion. Danke übrigens für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Da freue ich mich sehr, denn so trägst du dazu bei, dass möglichst viele Menschen, so hoffe ich, hilfreiche Impulse erhalten.
so soll es sein, gell? Lieber Skorpion, vielleicht sehen wir uns ja gleich in der Fortsetzung. Ansonsten verabschieden wir an dieser Stelle. Pass gut auf dich auf und viel Segen für dich, Stella.